Sabines Infobox. Herzlich willkommen bei Sabines Infobox. Wir haben heute eine tolle Lebens- und Erfolgsgeschichte. Wir sind in Ida Oberstein bei der Stefanie Dingel. Sie ist eine Edelstein- und Schmuckgestalterin und sie fertigt außergewöhnlichen Schmuck als i-Tüpfelchen für deinen Auftritt an. Schmuck ist für sie Ausdruck von Persönlichkeit, ein Kommunikationsmittel und ein Energieverstärker. Sehr interessant. Sie fertigt dein Schmuckstück an, dass es ein Einzelstück ist mit einem Logo, Zitat und einer Gravur und vieles mehr natürlich. Sie ist staatlich geprüfte Edelstein- und Schmuckgestalterin. Goldschmiedmeisterin ist sie seit 22 Jahren in eigener Selbstständigkeit und sie hat den Schmuck- und Edelsteinpreis gewonnen. Hallo Stefanie. Hallo Sabine, grüß dich. Das ist ja recht viel, was du gemacht hast. Ja, wenn man so zurückblickt, ist schon einiges. Ja, das stimmt. Ja. Ne? Jetzt bist du ja nicht als kleines Mädchen geboren worden, hast gesagt, ich mache schönen Schmuck, werde Juwelierin, Goldschmiedin. Wie war denn so dein Werdegang? Was war denn dein Wunsch als kleines Mädchen? So wie ich mich erinnern kann, also ich habe mich als kleines Mädchen schon für Schmuck interessiert und gerne Schmuck getragen. Ich weiß, ich hatte so eine kleine Schmuckschatulle und habe mit Freundinnen auch Juwelier schon gespielt. Also da war man immer so ein bisschen Interesse da. Und ich habe dann so mit 14, 15 ungefähr angefangen, meinen eigenen Schmuck zu basteln. Habe also meist große, auffällige, große Ohrringe gebastelt. Habe die dann sogar auch auf dem Stadtfest und in der Galerie verkauft. Und da wusste ich schon recht schnell, das ist genau das, was ich mal machen möchte. Und ich war mir auch schon von vornherein klar, wenn ich Goldschmiedin bin, möchte ich mich selbstständig machen. Also hat sich's ja doch als Kind abgezeichnet. Ja, eigentlich schon recht früh. Also ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich schon mal irgendetwas anderes im Kopf hatte. Klasse. Also, ja. Ja, toll. Und dann, Stefanie, dann hast du gelernt Goldschmiedin, ne? Oder? Ich habe einen Lehrberuf, genau. Damals waren es 3,5 Jahre Lehrzeit. Ja. Habe ich und danach 2 Jahre als Gesellin gearbeitet. Und im Anschluss daran dann die Meisterschule besucht, also die Fachschule war das damals. Ja. Das ist jetzt eine Vollzeitschule. Und da ist dann der Abschluss Edelstein und Schmuckgestalt. Und jetzt bist du ja spezialisiert auf, ich sage mal, Edelsteine. Das ist so dein Gebiet, wo du ganz, ganz tolle Schmuckstücke gestaltest. Genau, genau. Die Faszination für die Edelsteine kam hier in Ida Oberstein. Ich weiß nicht, ob du Ida Oberstein kennst. Das ist die Edelstein- und Schmuckstadt. Schon gehört, ja. Und kommt man nicht um die Edelsteine drumherum. Also ist überall, wo man hinschaut, sind Edelsteine. Ja. Und so habe ich wirklich, am Anfang habe ich fast gar nicht mit Edelsteinen gearbeitet. Und erst im Laufe der Zeit wurde es immer mehr. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, eigentlich ist fast immer der Edelstein im Mittelpunkt. Weil es einfach so, ja, es fasziniert mich unheimlich, die Eigenschaften der Edelsteine, die Farbe, also mit den Farben zu spielen der Edelsteine, das macht unheimlich Spaß. Mhm. Fertigst du Ohrringe an, Ringe, Ketten, was machst du dann noch, Stefanie, um dass wir da einen Einblick haben? Also ich habe so verschiedene Kollektionen, das sind immer Kleinserien, die ich entwickelt habe. Ja. Da mache ich also viel Ringe, Anhänger und Ringe ist so der Schwerpunkt. Ja. Und das sind immer, genau, es ist immer eine Kollektion, die entstanden ist und im Laufe der Zeit immer wieder eine neue Kollektion dazugekommen. Also zum Beispiel, was ich jetzt hier trage, ist die Kollektion Magic Light. Die liebe ich gerade ganz besonders. Oder der Wickelring, der wird hier mit dem elastischen Band einfach um den Finger gewickelt und kann gewechselt werden. Und so habe ich verschiedene Kollektionen und immer wieder mit anderen Steinkombinationen. Und ich kann dann, was du erwähnt hast mit dieser Gravur, ich kann dann auf das Schmuckstück noch eine Gravur einbringen mit deinem Lieblingsmotto oder Lieblingszitat, dass du immer wieder, wenn du das Schmuckstück trägst, daran erinnert wirst.
Ja, so schön. Also ich suche mir ja auch noch ein Schmuckstück bei dir aus und das suche ich schon ein Weilchen aus, weil ich mich nicht entscheiden kann. Es sind so viele schöne Stücke, die du machst. Also ganz, ganz, ganz toll. Da kann ich dir auch gerne helfen, wenn du eine kleine Auswahl getroffen hast, dass ich dich dann berate. Denn im Laufe der Zeit habe ich schon ein Gefühl dafür bekommen, was zu wem gut passt, also farblich und auch manchmal ist es so, dass ich zum Schmuckstück greife und demjenigen es anlege oder gebe. Und das ist schon so ganz, ganz intuitiv passiert, dass wenn ich auf Kunsthandwerkermärkten so, zum Beispiel bin und es kommt jemand und dann sehe ich schon genau das Schmuckstück, was für diejenige passt. Und oftmals, wenn es dann getragen ist, ja, stimmt das dann auch. Ach, Und da schön. kann ich gerne beraten und ich habe mittlerweile auch eine Methode, wie ich dir das praktisch auch online zeigen kann, ob es dir steht oder nicht. Dass du einfach auch sehen kannst, wie sieht es getragen aus. Ach, das finde ich ja interessant, gerade online, ne? Ich komme ja jetzt aus Berlin, du bist ja dann ein bisschen weiter weg und da finde ich das schon eine tolle Methode, dass du das auch online machst. Ja, das habe ich jetzt in der letzten Zeit entwickelt praktisch und habe festgestellt, weil ich immer gedacht habe, jetzt wo die ganzen Kunsthandwerkermärkte lange gestrichen waren, es ist so schwierig online, weil man es eben anprobieren möchte. Und Ja. dann habe ich mir gedacht, ja, eigentlich kann es doch funktionieren und es funktioniert. Man kann wirklich, wenn man einen Anhänger hat, man kann sehen, steht es mir, sogar bei Ringen funktioniert es. Und so habe ich das jetzt schon ein paar Mal gemacht. Das ist wirklich eine tolle, tolle Möglichkeit. Ja. Das ist natürlich toll, weil du kannst deine Kunden auf der ganzen Welt abholen. Das finde ich ja so toll. Genau, das ist wirklich ein Riesenvorteil. Das habe ich jetzt erst so richtig realisiert, dass das Online-Geschäft wirklich auch ein großes Potenzial hat. Was immer so im Kopf war, Schmuck ist schwierig online, aber ich glaube, es ist nicht wirklich schwierig. Es funktioniert. Okay. Das sagt man ja sehr oft von seinem Produkt, was man macht, das ist schwierig, ne? Das hört man ja oft und nachher sieht man, es geht und ist nachher noch wunderbar. Ja, weil es einfach auch eine Gewohnheit ist. Ich bin seit ja, über 20 Jahren auf Kunsthandwerkermärkten und auf Messen, auf Ausstellungen unterwegs und online war immer so, ja, so eine Visitenkarte. Aber ja, man denkt immer, es geht nur so, aber man muss einfach mal ausprobieren. Es geht auch anders. Ja. Na klar ist es, dass wir das mögen, den Kunden gegenüber zu haben. Da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Das ist klar. Ne? Klar, man kann das nicht wirklich so vergleichen, aber es gibt schon Genau. viele. Ne? Du hast ja Juwelierin oder wie nennt man es noch? Juwelierin, Goldschmiedin, besser gesagt, Goldschmiedin gelernt. Und dann hast du dich ja auf das andere spezialisiert, was du dann jetzt machst. Machst du denn vom Goldschmuck, ja, Goldschmuck, wie soll ich es jetzt sagen, Stefanie, arbeitest du dann noch viel damit oder viel, viel mehr mit deinen Edelsteiner? Also, der Begriff Goldschmied ist vielleicht auch ein bisschen irreführend. Es ist ja nicht so, dass ich dann nur Gold schmiede, sondern Ja. der Goldschmied ist der Begriff, ich arbeite viel mit Silber, mit Gold, mit Edelsteinen. Das ist alles mit dabei. Das ist Goldschmied ist manchmal so ein bisschen, man denkt dann immer nur an das Gold, aber es Ja, bezieht ja. alle anderen Edelmetalle und Edelsteine auch mit ein. Ja. Okay. Und da, ich arbeite sehr viel mit Silber. Silber vergoldet oder auch ganz in Gold. Und da gehe ich auch auf die Wünsche der Kundin ein. Ah, okay. Ne? Aber der Edelstein ist, wie gesagt, fast in jeder Kollektion dabei. Ja. Ja, das habe ich schon gesehen, genau in deiner Kollektion. Dann geht dann auf die Homepage mit drauf. Das sind so schöne Stücke. Wir verlinken das dann sowieso alles nochmal. Wenn du jetzt für jemanden ein Stück anfertigst, zum Beispiel jetzt kommt jemand zu dir, möchte jetzt ein Stück haben und sagt, Stefanie, mach mir doch ein Stück für mich, was so ein Einzelstück ist, was sich hervorhebt. Ich habe keine Vorstellung. Wie arbeitest du? Also da muss ich sagen, ich habe mittlerweile meine verschiedenen Kollektionen Ja. und ich habe dann auch festgestellt, das ist für mich und auch für den Träger besser, wenn ich sage, so, wenn dir mein Stil und mein Schmuck gefällt, dann ist das gut, dann gehe ich auch auf deine Wünsche ein mit Steinen, mit Farbwünsche. Aber jetzt ein komplett anderes Stück zu entwickeln, das mache ich nicht mehr.
denn ich habe wirklich so meine ganz eigene Linie. Wie gesagt, ich kann dann auch sagen, diesen Ring mache ich gerne in eine andere Steinkombination. Aber jetzt komplett raus aus dem Ganzen gehe ich nicht mehr. Also ich habe da wirklich schon ganz konsequent meine Linie. Und das muss einfach passen, das muss vom Stil passen. Ich habe einen sehr geradlinigen Stil. Und wem das gefällt, der findet dann auch zu mir. Und wie gesagt, dann können wir auch gerne kleine Abänderungen vornehmen oder auch ganz mit einer Gravur das ganz persönlich gestalten. Aber jetzt ein Schmuckstück, was so ganz aus meiner Kollektion rausfällt, mache ich mittlerweile nicht mehr. Okay. Ne? Hast du aber vorher gemacht? Habe ich Zeiler gemacht, aber ich habe dann festgestellt, es ist einfach, weil ich meine Kollektion, die ich habe, sehr gerne auch immer wieder erweitern möchte und wirklich diesen Stil beibehalten möchte, schaffe ich es einfach zeitlich nicht, dann noch mal Ja. so extra Anfertigung. Ne? Also ich mache, wie gesagt, gehe gerne auf die Kunden ein, aber ich möchte einfach meine Linie beibehalten, weil ich merke, wenn ich dann Schmuckstücke mache, die der Trägerin vielleicht super gut gefallen, aber mir nicht so richtig. Wenn es nicht mal, wenn jetzt jemand kommt, ich hätte gerne einen Anhänger, einen dreieckigen Anhänger, da tue ich mich unheimlich schwer. Und das merke ich auch beim Arbeiten. Und ich habe auch das Gefühl, dann geht die Energie auch nicht so da rein in das Schmuckstück, als wenn ich das so für mich stimmig arbeite. Also ich arbeite sehr viel mit Kreis und Kugel. Und das ist einfach so das sind meine Formen. Und dann fließt auch meine ganze Energie mit rein. Und deshalb habe ich irgendwann beschlossen, okay, ich mache wirklich meinen Stil und wem das gefällt, wenn wir dann zusammenkommen, dann macht das noch mal mehr Spaß. Auch schön. Jetzt hast du ja eine eigene Werkstatt oder ein eigenes Geschäft auch, wo du arbeitest. Ich habe gemeinsam mit meinem Mann in Idar-Oberstein direkt am Marktplatz ein kleines Geschäft. Mein Mann ist auch Goldschmiedemeister. Das Geschäft ist die Goldschmiede Stein. Und da stelle ich meine Sachen auch mit aus. Und ansonsten habe ich meine Werkstatt, wo ich hauptsächlich arbeite. Ach schön, ach schön. Machst du das dann alleine oder hast du auch nur eine Angestellte? Ich mache das allein. Ja. Ja. Nein, das ist dann schon schön, wenn du dann so ein schönes Schmuckstück gestaltest und deine Liebe mit reingibst. Ich denke mal, das ist auch ein sehr schöner Beruf. Ja, auf jeden Fall. Also heute noch wie damals, als es noch, ja, es war mein Traumberuf und es ist immer noch mein Traumberuf. Das macht mir einfach immer noch unheimlich Freude, erstmal die Ideen zu entwickeln und umzusetzen. Und dann auch, wenn ich das dann sehe an der Trägerin und wie die sich freut, das macht unheimlich Spaß. Schön, ja schön. Wann kommt denn immer so eine neue Kollektion raus? Wie kann ich mir das so vorstellen? Ist das so alle Vierteljahre, halbe Jahre, einmal im Jahr? Ne, es gibt ja verschiedene Kollektionen. Wann entwirfst du immer so eine Kollektion? Da hab ich keinen besonderen Rhythmus, kann ich jetzt gar nicht sagen. Also oftmals ist es so, dass ich bei diesem Schmuck- und Edelsteinpreis, der wird jährlich ausgeschrieben und da gibt es ein Thema, ein vorgegebenes. Und da versuche ich doch jedes Jahr auch mitzumachen, weil das immer so ein toller Anreiz ist, einfach mal noch neue Sachen zu probieren. Und das ist dann so, dass meistens daraus dann noch eine neue Kollektion entsteht. Also einmal im Jahr in etwa und kann aber auch mehr sein. Kann ich gar nicht so sagen. Na, ist ja nur so plus minus, dass man so einen kleinen Einblick dann damit hat. Ja, es werden auch immer noch mal die Kollektion, die ich habe, erweitert. Zum Beispiel dieser Wickelring, den habe ich dann erweitert, dass man den auch als Anhänger tragen kann. Und so kommt immer wieder auch was Neues dazu. Ach schön, ach schön. Na ja, da darfst du da natürlich kreativ sein, ne? Das ist ja schön. Ich sage immer, ich kann gar nicht so viel umsetzen, wie ich Das im glaube Kopf ich. habe und im Kopf habe. Das könnte noch viel mehr sein, wenn die Zeit noch mehr da wäre. Ja, das glaube ich. Jetzt hast du ja Preise gewonnen im Schmuck- und Edelsteinpreis. Was hast du da für ein Stück gemacht? Wie bist du da? Wie macht man das? Wie kommt man dann daran? Wie funktioniert das? Wie gesagt, es ist ein Thema vorgegeben. Das letzte Mal, also ich habe das mehrmals gewonnen. Das letzte Mal war 2017. Da war das Thema, muss ich gerade überlegen, Faszination. Nein, wie hieß es denn noch?
Ich komme jetzt gar nicht drauf. Also es ist ein Thema gegeben. Ja. Und dann, ich kann auch gar nicht sagen, wie ich auf die Schmuckstücke komme. Die meisten fragen ja, wie kamen Sie jetzt auf die Idee? Ja. Das finde ich unheimlich schwierig, weil es ist manchmal, es kommt einfach, es fließt und ich lasse es fließen und setze mich hin und experimentiere sehr viel. Habe dann den Tisch voll mit verschiedenen Edelsteinen, mit Silbermodellen und dann experimentiere ich und spiele regelrecht. Und es entstehen plötzlich Dinge und ja, dann merke ich, oh, das ist ein toller Effekt und überlege dann, wie setze ich das als Schmuckstück auch um. Und so entstehen dann wirklich ganz spannende Sachen. Also Magic Light zum Beispiel ist auch bei dem letzten Mal, als ich den ersten Preis gewonnen hatte, man kann immer 3 Stücke abgeben und da war diese Serie, ein Stück davon gewonnen hat dann ein anderer Ring. Aber so kann ich immer unheimlich viel noch aus den Stücken rausziehen und dann im Nachhinein noch weiterentwickeln. Also das diesjährige Thema ist Into the Light. Und ich kam leider noch nicht dazu, mich wirklich mal hinzusetzen und mich inspirieren zu lassen. Mal schauen. Ich habe es mir vorgenommen, was zu machen, aber ich habe noch nicht die Muße gefunden. Ja, toll. Jetzt wird euch ja dann das Thema vorgegeben. Die Farben und alles andere ist deine Kreativität, wie du das dann gestaltest. Genau, und es ist ein Edelstein, muss mit dabei sein. Okay. Edelstein. Ja. Ansonsten ist es ganz frei, ob Anhänger, Ring, Objekte sind auch machbar. Mhm. Ja. Sehr schön. Wann ist denn dann jetzt der nächste Wettbewerb? Die Ausschreibung ist schon raus und im Oktober, Anfang Oktober ist Abgabe. Okay. Ja, ist auch immer deine Aufregung dann auch, ne? Auf jeden Fall. Und bei mir ist es so, dass ich wirklich immer so 10 Minuten vor Abgabeschluss abgebe. Okay. Immer auf den letzten Drücker, obwohl es, ja, es ist oftmals ist schon Zeit da, aber so im Alltag geht es manchmal etwas runter. Man hat so im Kopf, ach, ich will ja noch was machen und dann geht es dann doch bei mir meistens auf den letzten. Okay. Aber da kommen dann oft auch gute Sachen dabei raus. Ja, toll. Bist du denn dann auch auf Messen? Stellst du da auch aus? Genau, ich bin jetzt im August, Ende August auf der Schmuckfachmesse in Mainz-Wallau auf der Innova. Mhm. Dort kommen dann die Juweliere, Goldschmiede ein. Also ich verkaufe meine Stücke auch über verschiedene Galerien und Wiederverkäufe. Mhm. Also auf Fachmessen oder eben auch auf Kunsthandwerkermärkten. Wir haben jetzt nächstes Wochenende am 7. 8. August haben wir hier in Idar-Oberstein einen ganz tollen Markt. Den haben wir jetzt schon seit über 20 Jahren. Da stellen Edelsteinschleifer, Edelsteingraveure und Goldschmiede aus. Also alles Freiluft. Und jeder führt sein Handwerk vor. Also da legen wir sehr viel Wert drauf, dass das Handwerk gezeigt wird. Und das ist dadurch ein unheimlich spannender Markt. Und man sieht einfach auch, wie viel Potenzial Idar-Oberstein hat. Das ist einfach toll zu sehen, weil viele eben auf Märkte gehen oder messen und haben dann aber keinen Laden. Und wenn man dann nach Idar-Oberstein kommt, findet man eigentlich diese tollen Schmuckgestalter gar nicht so sehr oder Edelsteinschleifer. Und auf dem Markt ist dann die Möglichkeit, an dem Wochenende unheimlich viel Abwechslungsreiches zu sehen. Und parallel ist dann auch noch ein Straßentheaterfestival. Schön. Und es ist wirklich ein tolles Event. Und trotz allem, wir haben es letztes Jahr durchführen können mit allen Maßnahmen und auch dieses Jahr haben wir uns die Mehrarbeit gemacht und lassen das alles stattfinden. Ja. Auch schön. Und es ist jedes Jahr zur selben Zeit? Das erste Augustwochenende. Das notiere ich mir mal. Das finde ich sehr interessant. Nicht lohnenswert, ja. Ja. Dass man dann auch mal, gerade wie du sagst, so ein Fest, das darf man ja auch unterstützen. Genau. Das ist für die Region wirklich toll, weil hier ist unwahrscheinlich Potenzial. Und so kann man das dann wirklich mal herausheben. Mhm. Und es gibt auch noch eine andere tolle Veranstaltung, die würde ich gerne erwähnen. Und zwar sind das die offenen Werkstätten. Das ist auch ein fester Termin, immer normalerweise vor Ostern das Wochenende. Dieses Jahr ist es auch verschoben auf den Herbst. Mhm.
Und zwar sind die offenen Werkstätten sind immer ungefähr 20 verschiedene Schmuckgestalter, Edelsteinschleifer und Graveure, die sich da zusammengetan haben. Und dann kann man in die Werkstatt mal hineinschnuppern und auch bei der Arbeit zuschauen. Also man kann dann vorher im Internet mal schauen, welche Richtung gefällt mir, welcher Stil gefällt mir, was interessiert mich. Und so eine kleine Route festlegen, was ist in Ida, Oberstein und Umgebung auf den Dörfern. Und das ist wirklich auch sehr, sehr lohnenswert. Also das sind manche Kunden, die dann extra das Wochenende zum Urlaub hierher kommen und jedes Jahr dann sich verschiedene Werkstätten vornehmen. Und das kann ich nur sehr empfehlen, die offenen Werkstätten Ida Oberstein. Oh, schön. Das werden wir dann noch verlinken auch noch, weil das ja interessant ist. Ja, ne? Ja, doch, die Kunden sind alle begeistert, weil man kann dann zum Teil dürfen die Kunden dann auch selbst ein bisschen handwerkeln und das ist schon spannend. Ja. Ja, ach schön. Wo holst du für dich, Stefanie, wenn du jetzt deine Kreativität, wo holst du die? Holst du die beim Sport, wenn du spazieren gehst? Wie kommen deine Ideen zustande? Also ich laufe jeden Morgen, das merke ich, das tut mir unheimlich gut, einfach um den Kopf frei zu kriegen. Und gehe dann auch gern, also ich gehe einfach aus dem Haus raus und habe das Glück, dass ich hier wirklich direkt laufen kann und auch in den Wald gehen kann. Also bin gerne draußen im Garten, in der Natur. Ja. Und da kriege ich den Kopf ganz gut frei. Und ansonsten gehe ich auch gerne dann in die Werkstatt und experimentiere. Also ich spiele regelrecht. Also es ist wirklich einfach mal ohne, also den Kopf ausschalten und einfach drauf los. Und dann funktioniert das auch ganz gut. Ach schön, und da wird ausprobiert, da wird geschaut und dann kommt dann das Schmuckstück so zustande. Ja, interessant. Ja. Ja. Wie bildest du dich denn selber weiter und in welchem Thema? Ne? Weil das, was du machst, das ist ja mit Freude, aber auch schon, ich sage mal, du darfst dich ja auch auf ein Schmuckstück, wenn es bearbeitet wird, darfst du dich ja auch konzentrieren. Ja, wie bilde ich mich weiter? Gute Frage. Also ich mache jetzt viel, also seitdem die ganzen Märkte gestrichen sind, sage ich mal, habe ich dann sehr viel investiert auch in das Online-Geschäft, also mich da reinzuarbeiten, mache da Webinare mit und Kurse, um da einfach fitter zu werden in Instagram, in LinkedIn und verschiedene Plattformen, um da einfach mich da weiterzubilden. Und ich habe dann eine Video-Challenge mitgemacht, um einfach dann auch demnächst, ein Video habe ich schon eingestellt, bei mir auf Instagram, mein erstes, um ja in Zukunft nicht nur meine Schmuckfotos einzustellen, sondern einfach auch mehr von mir zu zeigen, beziehungsweise den Schmuck getragen zeigen und ein bisschen mehr Videos, dass ich die Schmuckstücke, die Kollektionen auch vorstelle. Ja. Da haben wir uns ja kennengelernt in der Challenge. Ne? Das ist schon schön, wenn man mit Videos nach außen geht. Ich sehe es ja, ich mache es jetzt auch schon ein Weilchen und trotzdem lerne ich jeden Tag dazu, dich zu präsentieren vor der Kamera. Das ist schon eine Aufgabe, die auch sehr viel Spaß macht. Ja, das war, also ich fand es auch, für mich war es eine riesengroße Herausforderung, da überhaupt mitzumachen, aber das war einfach so toll. Die Andrea Walschuh hat das einfach so klasse gemacht. Also ich hätte nie gedacht, dass ich das in der kurzen Zeit überhaupt schaffe, mich da zu überwinden. Und mittlerweile macht es mir wirklich auch Spaß. Und doch, also muss man einfach ab und zu mal die Komfortzone verlassen. Genau. Also hätte mir das jemand vor einem Jahr gesagt, hätte ich gesagt, nie im Leben mache ich nicht. Ja. Aber es ist schön, sich selbst dann auch so ein bisschen zu fordern. Ja. Und es ist schön, gerade in so einem Video, da lernt man dich dann kennen oder ein Schmuckstück, was du in die Kamera hältst. Also da gibt es schon ganz, ganz viele Ideen, was man machen kann. Also ich finde das toll, dass du das machst. Ja, und ich fand es auch so toll, eben über diese Challenge wunderbare Menschen kennenzulernen, so wie dich.
Und da hatte ich ja überhaupt nicht mit gerechnet, also dieser Kontakt und dass man wirklich die Menschen, man hat das Gefühl, man kennt die Menschen, obwohl es ja wirklich nur online ist und übers Video, das ist wirklich, wirklich unglaublich, hätte ich nie gedacht. Ja. Ja, naja, und online ist auch nicht mehr wegzudenken. Das war ja jetzt nicht nur die zwei herausfordernden Jahre, sondern das wird für die Zukunft auch so bleiben. Ja, auf jeden Fall. Das gibt's. Entweder sagt man, ich will damit nichts zu tun haben, oder man macht mit. Genau. Das ist einfach so. Und ich finde es eben, was ich vorhin schon gesagt habe, so interessant auch bei dir, dass dich auch in einem Video, ob die Kundin in Kanada sitzt, in Mallorca, egal wo, oder ein Kunde natürlich auch, die Männer ja auch. Und das ist dann schon schön, dass man dich übers Video kennenlernen kann. Also ich finde es ganz, ganz toll mit den Videos. Ja, ich finde auch, das ist ein Riesenunterschied, wenn ich die Person dahinter sehe. Ja. Und ja, das ist was ganz anderes. Ja, ja. Weil ich jetzt gerade die Männer angesprochen hatte, ne, du fertigst ja viel die Schmuckstücke für Frauen an. Kommen auch Männer zu dir? Ja, kommen auch ab und zu Männer. Also meistens dann, um für die Frau was zu kaufen zum Verschenken. Okay. Aber auch für sich selber. Okay. Das ist nicht so oft, aber ab und zu. Sind okay. Einfach meine Kollektionen sind nicht so sehr, sehr auf Männer abzielend. Also das war jetzt, hat sich so ergeben. Also ich habe mir mal vorgenommen, da so kleine Anstecker habe ich letztens auch einen angefertigten schönen Anstecker fertig zu machen, eine kleine Serie. Manschettenknöpfe hatte ich auch schon mal, aber da ist ab und zu mal Nachfrage, aber dann auch nicht so oft und das geht dann so ein bisschen unter. Aber da möchte ich doch eine Linie auch mal speziell, also nicht nur für die Männer, auch für Frauen, aber für beide dann. Das finde ich auch gut, genau, dass die Männer dann auch so eine Linie mit bei haben, so eine Kollektion, das finde ich gut. Also ganz interessant ist wirklich bei dieser Magic Light Linie, die ich hier habe, das ist, man kann es jetzt so nicht so richtig erkennen, ja. Das ist durch verschiedene Edelsteine geschliffen, also ganz spezielle Technik, die sind dann zusammengesetzt und da ergibt sich ein super interessantes Lichtspiel, wie so ein Kaleidoskop. Und da habe ich festgestellt, da sind wirklich sehr, sehr viele Männer total begeistert, die normalerweise, naja, die stehen dann dabei am Stand und lassen die Frauen gucken. Aber bei dieser Kollektion ist es so, dass oftmals die Männer noch länger und mehr gucken und ja, sich sehr freuen, wenn sie dann der Frau so einen Anhänger schenken dürfen. Weil, ja, die funktioniert das einfach. Und das fand ich sehr spannend. Ja. Interessant. Für die Männer, denke ich mir, kann man auch gut so ein Armband herstellen, ne? Machst du dann sowas auch, Armbänder? Armbänder habe ich kaum im Programm. Ich glaube, das liegt daran, weil ich selbst fast gar nichts am Handgelenk tragen kann. Also ich trage auch keine Uhr. Ich weiß nicht wieso, aber ich glaube, ich mache einfach den Schmuck auch für mich. Ich trage selbst unheimlich gerne Schmuck und dann mache ich, glaube ich, schon auch so die Schmuckstücke, die ich gerne trage. Also ich liebe Ringe und Anhänger. Ja, ja. Und am Arm kann ich selbst eigentlich gar nichts haben und deshalb kann ich es dann auch nicht so ausprobieren. Okay, vielleicht ist es eine Idee, mal ein Armband zu machen für einen Mann. Ja, könnte ich mal mit aufnehmen. Ja. Sag mal, Stefanie, wie groß ist denn dein persönlicher Schmuckschrank oder Vitrine, wie man das nennt? Oh, das sind verschiedene Schachteln, verschiedene Dosen. Das glaube ich. Also, ja, ich habe es jetzt letztens noch alles mal zusammengesucht und in die Werkstatt gebracht und wollte es mal anfangen zu sortieren. Ja. Okay. Schon einiges, ja. Ist dann auch manchmal so, dann liegt was und je nachdem, was ich so anhabe und dann denke ich so im Laden, ach, das könnte mir jetzt gerade gefallen zu dem Kleid oder ja, toll, dem toll. Oberteil und das nehme ich mir dann und dann ist es einfach auch meins, wenn ich ja, schön, und schön. Ich nicht mehr ab. Ja, und ich sehe dich ja immer sehr schick und immer passend zu der Kleidung, das Schmuckstück, sehr schön. Ja, ja, das ist einfach auch so ein Tick von mir. Das ist so Ton in Ton mache ich sehr gerne. Und ja. Da kann ich, also gerade hier mit diesen Wickelringen, kann ich das super anpassen, weil ich diese Bänder, die farbigen, kann ich austauschen. Und da habe ich eigentlich immer was Passendes zum Kleidung. Das finde ich eine tolle Idee. Ja.
Also bitte, bitte geht auf die Seite von der Stefanie mit drauf. Da sind so schöne Schmuckstücke, hatte ich alle schon mal gesagt, aber sie sind wirklich richtig elegant und schick. Ja, würde mich freuen, wenn der eine oder andere mal vorbeischaut. Ja, Stefanie, was ist denn so zum Abschluss dein Lebensmotto? Mein Lebensmotto, ich sage immer, es ist nichts so schlecht, dass es nicht auch irgendwo was Gutes hat. Das hat mir schon oft weitergeholfen. Also egal was ist, ich sage immer, irgendwas Gutes muss die Sache haben und immer schauen, wie kann ich jetzt das Beste draus machen und was ist jetzt gerade gut daran, auch wenn es mal auf den ersten Blick vielleicht nicht so gut läuft. Ja, hat alles schon seinen Sinn, warum und weshalb, ne? Genau. Manchmal merkt man es erst im Nachhinein. Aber dann sage ich auch oft, also ja, es hatte einfach auch was Gutes, obwohl man in der Situation selber das gar nicht so gesehen hat. Ja, ne? Das haben wir beide ja gemerkt, wie oft wir aus der Komfortzone in unserem Videotraining rausgegangen sind. Das war schon manchmal, wo ich gedacht habe, oh je, schaffst du das? Und wir haben ja super gemacht. Und im Nachhinein war es ja nur ein Gewinn. Ja, ja, genau. Sehr schön. Ja. Ich hätte auch noch ein kleines Geschenk an die Community. Oh. Wenn ich einfach mal auf die Website schauen möchte. Ich habe einen kleinen Shop. Ja. Und ich habe gesagt, ich mache auf Wunsch auch auf jedes Schmuckstück dieses Lebensmotto eingraviert oder einen Lieblingsspruch. Und wer sich dann ein Lieblingsstück bei mir aussucht, dem schenke ich dann noch eine Gravur dazu. Herzlichen Dank, das verlinken wir. Super, vielen, vielen Dank. Gerne. Stefanie, wenn man jetzt mit dir Kontakt aufnehmen möchte, auf welchen Kanälen, wo findet man dich, wo bist du da zu Hause? Also ich bin auf Instagram, auf LinkedIn und TikTok bin ich vertreten und Facebook natürlich. Super. Ne? Und eine eigene Homepage hast du dann auch. Und genau, wir verlinken es alles unterhalb des Videos bei sabinesinfobox.de. Ist auch nochmal alle Verlinkungen von dir mit drauf. Und Stefanie, ich freue mich so sehr für das schöne Interview, für die Zeit, die dir genommen hast. Und wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg weiterhin. Danke dir, Sabine, dass du die Zeit genommen hast und das hat mir unheimlich Spaß gemacht. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Kommentar, abonniert meinen Kanal und dann bis zum nächsten Mal bei Sabines Infobox. Vielen Dank, Stefanie. Tschüss.